Hallöchen, liebe Nagelfreunde. Meine Nägel müssen neu gemacht werden. Die haben es eigentlich gar nicht nötig. Da ich aber in Urlaub fliege, möchte ich gern was Neues drauf haben. Ihr könnt sehen, die Blümchen haben alle gut gehalten, außer am linken Daumen. Ich befürchte, ich habe dort zu wenig Rubberbase genommen, also legt eure Overlays immer schön in Rubberbase ein. Aber an den anderen Seiten haben die jetzt 2 Wochen wunderbar gehalten. Es ist nichts abgegangen. Und die muss ich jetzt erstmal runterholen und dafür werde ich jetzt das Altmaterial runterfräsen und die Blümchen abmachen. Ich benutze dafür immer hier so eine alte Nagelhautzange, die ist mir irgendwann mal runtergefallen, hat sich das vorne verbogen, seitdem ist die genau dafür. Und zwar, ihr geht einfach an die Seite und knipst das dann ordentlich ab, passt immer auf, dass ihr euch nicht wehtut. Oder euch irgendwas ins Auge springt, da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, wenn ihr das abmacht, die springen sehr, sehr gerne ordentlich ab. Manche kleben auch so ein bisschen mehr, da muss man dann ein bisschen friemeln, aber wenn man das vorsichtig macht, dann geht das eigentlich ganz gut. Theoretisch könnte ich jetzt auch auffüllen. Ich möchte aber gerne ein Design machen, wo ich wirklich unten an der untersten Schicht Glitzer auftragen muss. Deswegen müssen die jetzt einmal komplett runter. Ich nehme so ungefähr 80% runter und den Rest löse ich dann mit Aceton. Ich finde das immer ein bisschen schonender. Das Aceton muss nicht so lange einwirken und ihr müsst auch nicht komplett bis nach unten durchfräsen. Hier benutze ich jetzt einmal Wattepads und ein bisschen Aceton-Remover und ich nehme da wirklich einfach immer nur diese Klammern hier, die habe ich aus Lenis Nail Shop und drücke die da drauf. Anfangs hatte ich immer ein bisschen Angst, dass das Aceton das Plastik auflöst, tut es aber gar nicht. Da solltet ihr ordentliche Qualität halt kaufen und das wird jetzt so gute 10 Minuten eingeweicht und dann kann ich den Rest einfach vom Nagel runterkratzen. Vorne an den Nagelspitzen halte ich mir immer so ein bisschen gegen, weil ich finde, die sind immer so ein bisschen weicher und dann ist das ein bisschen unangenehm. Aber ihr könnt sehen, das kommt wirklich ordentlich runter und so habe ich einfach alles von diesen Glitzerpartikeln auch runter und kann dann mit meinem neuen Design beginnen. Ich starte natürlich wieder mit der ganz normalen Naturnagelvorbereitung, das heißt die Nagelhaut einmal zurückschieben. Mache ich gerne auch nochmal hier mit dem Holzstäbchen, so ein bisschen mit dem Rosenholzstäbchen, komme ich ein bisschen besser drunter. Dann fange ich an, die Oberfläche hinten im hinteren Bereich so ein bisschen anzurauen. Sieht jetzt hier sehr rabiat aus, ich gehe auch vorne nochmal drüber, da sind noch so 1-2 Stellen, wo noch Gel drauf war. Und jetzt ist es ganz wichtig, ich möchte eigentlich ohne großartig Feilen arbeiten, dass ich mir die Nagelform schon mal ordentlich vorfeile. Das war bei dem letzten Design genauso, damit ich nachher nicht großartig da noch rumfallen muss. Mit dem Nagelhautbit öffne ich mir jetzt hier so ein bisschen die Tasche. Da komme ich auch gar nicht großartig auf den Nagel drauf, sondern bin eher so hinten an der Nagelhaut beschäftigt. Die stelle ich mir dadurch so ganz leicht auf. Dann kann ich mir die gleich so ein bisschen aufstellen und dann mit der Schere auch ordentlich abschneiden. Hier fange ich jetzt an, das Ganze so ein bisschen aufzustellen, indem ich einfach so gegen die Haut damit arbeite und dadurch stellt die sich halt so ein bisschen auf und die tote Nagelhaut kommt so ein bisschen zum Vorschein. Und dann schnappe ich mir gleich die Schere und schneide einfach nur die Stellen ab, die so weißlich sind, weil nur das Weißliche ist tote Nagelhaut und mehr muss da auch nicht entfernt werden. Und das ist immer ganz wichtig, damit eure Nagelhaut auch nicht so extrem wieder nachwächst. Nach dem Schneiden benutze ich einen Kugelbit, um das Ganze einfach nochmal so ein bisschen zu glätten, damit das Ganze nicht so fransig ist. Und da ist es wichtig, wirklich nur auf der Haut zu arbeiten, ohne Druck, ganz vorsichtig. Wenn man drückt, fängt es nämlich an zu bluten und tut weh. Und das mache ich so lange, bis ich keine Schnipsel mehr sehe. Ihr könnt hier sehen, da stellt er leider immer ein bisschen unscharf. Das liegt an der Staubabsaugung im Hintergrund. Und jetzt gehe ich nochmal mit meinem Nagelhautbit entlang, um auf der Nagelplatte die unsichtbare Nagelhaut zu entfernen. Da war ich bis jetzt ja noch gar nicht drauf, da habe ich ja noch nicht drauf gearbeitet. Und da gehe ich einmal dann von rechts nach links und hier dann einmal noch von der Mitte nach rechts aus, also immer in 2 Richtungen. Danach wird einmal alles komplett entstaubt und dann können wir loslegen.
Jetzt startest du mit irgendeiner Base. Ich habe mich hier für die Glugel Ultra Base entschieden. Die hat wirklich sehr, sehr gute Haftungseigenschaften und die kann man später nämlich sehr gut mit Aceton ablösen, falls ich das irgendwie vorhaben sollte. Rubber Base ist da immer ein bisschen hartnäckiger und die massiere ich jetzt einmal in meinen vorbereiteten Naturnagel ein und lasse das Ganze dann aushärten. Ummanteln auch nicht vergessen. Ich hatte ja schon bei Instagram angekündigt, ich möchte mit diesem schönen Gel von Jezzet arbeiten. Ich habe das auf der Messe gekauft und das hat so einen schönen Orange-Stich auf jeden Fall. Ich war leider im Nachhinein ein bisschen enttäuscht, weil wenn man das Ganze rausholt und dann mit einem Gel mischt, ich habe hier den Perfect Duo genommen, weil der auch eine Schwitzschicht hat und schön flüssig ist. Das mische ich jetzt einmal damit, nehmt nicht so viel, ich habe hier ein bisschen zu viel genommen. Ich habe hier so einen kleinen Spatel, ich weiß gar nicht, hatte ich irgendwann mal bei Julifin gekauft, also bei Pretty Nature 24. Und jetzt werde ich das Glitzer schön oben am Rand verarbeiten. Ich hatte hier ein bisschen zu viel von Perfect Duo genommen, wie ich schon sagte. Dadurch lasst es wirklich so ein bisschen dickflüssig, also dicker sein mit dem Glitzer. Dann läuft es euch nicht so schnell in den Rand. Das ist mir nämlich an ein, zwei Nägeln passiert. Und jetzt verteile ich die Partikel nämlich genau dort, wo ich sie haben möchte. Also das heißt im oberen Drittel nach hinten hin richtig schön voll, also schön viele Glitzer. Partikel und nach unten hin lasse ich das, wie ihr jetzt hier sehen könnt, so ein bisschen auslaufen. Nicht viel, einfach nur so ein kleines bisschen bis knapp vor die Hälfte des Nagels. Braucht echt nicht viel sein. Und dann setze ich mir von diesen großen Partikeln auch noch so ein, zwei rein. Wirklich nur so ein bisschen, weil die halt sehr groß sind. Und wenn mir das Ganze so gefällt, dann gehe ich auf jeden Fall nochmal in die Lampe. Hier habe ich am Rand nochmal was nachgesetzt. Da hat mir ein bisschen was gefehlt. Macht das vorsichtig, dass nichts in die Ränder läuft und dann einmal aushärten. Ich arbeite mit einem Make-up-Ton. Ich habe mich jetzt für das Rubber Base mit der Farbe Skin entschieden. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes. Ihr könnt auch ein ganz normales Make-up-Gel nehmen. Das ist hier eigentlich egal. Ich hatte eigentlich vor, ohne Feilen zu arbeiten. Hat im Nachhinein leider nicht so gut geklappt. Und jetzt nehme ich mir, das ist ja meine liebste Methode aktuell, einfach ein bisschen was von dem Gel und streiche das wirklich nur im vorderen Bereich an der Nagelspitze auf. Denn ich möchte, dass das Ganze später richtig gut deckt. Und wenn ihr da nämlich Probleme habt, probiert das Ganze mal aus. Einfach eine leicht satte Schicht. Nur im vorderen Bereich, da wo halt der Naturnagel anfängt, aufstreichen. Muss nicht super ordentlich sein. Ich gucke, dass ich jetzt hier ordentlich an den Rändern bin und vorne auch schön ummantel. Und dann lasse ich das Ganze aushärten. So sieht das jetzt einmal aus. Sieht ein bisschen komisch aus, aber trust the process. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch ein bisschen mehr Gel nehmen und eine Art Aufbau machen. Ich werde die hier auf jeden Fall aufbauen, weil die sind schon sehr lang und ich möchte, dass die schön stabil sind. Und deswegen trage ich mir jetzt in der Mitte mehr auf. Das ist mit diesen Pinseln in den Flaschen manchmal ein bisschen schwierig. Also vor allen Dingen die hier von Lini. Ich finde, die geben das Gel nicht so schön ab. Und dann arbeite ich mir das erstmal so ein bisschen zu den Rändern hin und natürlich nach vorne hin. Aber in der Mitte muss natürlich das meiste Gel sein, weil da ja der Stresspunkt ist. Und nach hinten hin, das ignorieren wir jetzt erst einmal komplett. Wir möchten ja einen schönen Verlauf nach hinten hin haben. Man soll ja das Glitzer ordentlich sehen. Und deswegen schnappe ich mir hier so einen Ombre-Pinsel, also diese Verlaufspinsel, und arbeite mir das ganz, ganz bisschen über das Glitzer drüber. Nicht zu viel, weil ihr wollt ja noch ordentlich Glitzer sehen. Und deswegen nur so ganz leicht, bis es euch gefällt. Ich finde, das sieht am Anfang immer ein bisschen komisch aus. Aber ich habe es dann einfach so gelassen, habe mit dem Fineliner hier noch ein bisschen nachgearbeitet, weil das Gel wieder zu den Seiten runtergelaufen ist. Dann ziehe ich mir das hier immer gerne komplett in die Mitte hoch, da wo ja der Stresspunkt sitzen soll, also der Apex. Und das mache ich dann so lange, bis es passt und dann gebe ich es in die Lampe. Wie gesagt, ich hatte hier noch die Hoffnung, dass es ohne Feilen geht, aber war bei diesen Nägeln dann doch irgendwie ein bisschen schwierig. Gerne vor dem Aushärten den Finger auch einmal umdrehen und dann in die Lampe geben. So sieht das Ganze jetzt aus. Man kann sehen, dass im hinteren Bereich hier jetzt nicht ganz so, hier kann man es gut sehen, im hinteren Bereich, wo das Glitzer ist, natürlich ein bisschen Gel fehlt. Und wir wollen das ja durchsichtig lassen. Aus dem Grund habe ich hier ein durchsichtiges Aufbaugel genommen. Ist auch eine Rubber Base. Ihr könnt auch ein ganz normales Aufbaugel nehmen. Irgendwas, was durchsichtig und ein bisschen dickflüssiger ist. Und dann trage ich das in dem hinteren Bereich auf.
Entschuldigt bitte, dass ich hier nicht in der Kamera bin. Das ist manchmal so schwierig, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren und auch noch in der Kamera zu bleiben. Also ich trage das im hinteren Bereich auf und dann ziehe ich mir das eigentlich nur nach vorne, weil ganz, ganz dünn aus, weil wir haben ja vorne genug Gel und wollen ja eigentlich nur diese Lücke da hinten auffüllen. Und das mache ich jetzt mit dem Fineliner nochmal ganz genau und schaue, dass ich dann insgesamt einen richtig schönen Aufbau habe. Also einfach ist es nicht, aber mit ein bisschen Übung wird das auf jeden Fall immer besser von Nagel zu Nagel. Am nächsten Finger hatte ich es jetzt hier mit einem kleineren Pinsel versucht. Hat auch nicht so gut geklappt. Also da habe ich noch nicht so meine Methode gefunden. Ich glaube, da sollte man einfach mit einem normalen großen Gelpinsel arbeiten. Das hier ist der Cover Small von Linny, also ein kleiner Gelpinsel sozusagen. War jetzt auch nicht die ideale Lösung. Wie gesagt, an ein, zwei Nägeln ist es mir bei dem Glitzer vorher schon in den Rand gelaufen. Das habe ich jetzt hier mit so einem Tunnelbild weggemacht. Schiebe mir hier auch extra die Haut nochmal zurück, damit ich da ordentlich hinkomme. Also schaut, dass ihr bei dem Glitzer nicht das Ganze zu flüssig arbeitet, weil ja, mir ist es wie gesagt hier reingelaufen. Das muss man dann bisschen entfernen und dann habe ich eigentlich den Aufbau nur noch minimal befeilt, gar nicht viel. Ich hatte ja die Hoffnung, dass es ohne geht, aber habe es dann doch nochmal befeilt, weil es einfach im Nachhinein dann schöner aussieht. So sieht das Ganze dann am Ende aus und jetzt kommt mein Lieblingseffekt und zwar das Versiegeln. Da sieht man immer erst, was man dann auch wirklich gearbeitet hat und ich finde es sehr schön geworden. Aber wenn ihr euch das Glitzer mal anschaut, ist es gar nicht mehr so orange wie im Tiegel. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Der Effekt ist trotzdem richtig, richtig schön. Ich mag auch das Make-up-Gel. Und ja, das habe ich jetzt nochmal schön satt versiegelt, vorne auch nochmal ummantelt und dann waren die Nägel auch schon fertig. Das ist jetzt einmal das Endergebnis. Ich habe es extra in der Sonne so ein bisschen aufgenommen. Leute, es sieht denn echt noch viel, viel schöner aus. Also mir gefällt es richtig gut. Ich habe vorher damit immer gestruggelt, aber ich finde die Anleitung ganz gut und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.